So, und jetzt wollen wir mal in die Java-API reinschauen. Und wenn ich sage, wir schauen in die Java-API, dann schauen wir in die Dokumentation der Java-API, also der Programmierschnittstelle von Java. So, und das sieht so aus. Das ist auch auf den Pool-Rechnern installiert. Das kennen Sie vielleicht schon. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Stand Sie im Praktikum haben. Und da interessiert uns die Klasse Java-Lang. In der Klasse Java-Lang stecken so grundlegende Klassen drin. Und es gibt aber hier drin eine Klasse, die heißt Math. Und die interessiert uns. Da gibt es erstmal die Konstanten, eulische Zahl und die Kreiszahl Pi. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die für mathematische Berechnungen nützlich sind. Ja, also wir können den absoluten Betrag berechnen. Wir können Arcus, Cosinus und solches Zeug berechnen, Sinus, dieses ganze trigonometrische Zeug. Wir können potenzieren mit E. Das ist für Logarithmenberechnungen früher mal wichtig gewesen. Als ich Programmieren gelernt habe, gab es keine Funktionen oder solche APIs, in denen Funktionen drin steckten, um Logarithmen zu berechnen. Dann hat man immer mit e hoch irgendwas gerechnet, hat sich dann einen komplizierten Exponenten ausgedacht, mit dem man dann mit Hilfe der Logarithmengesetze potenzieren konnte, zum Beispiel. Floor ist sowas wie Nachkommastellen abschneiden. Minimum, Maximum gibt es hier Logarithmus zur Basis 10. Log, wichtig, ist der natürliche Logarithmus. Pau, das Potenzieren, also 3 hoch 1,4, dafür würde man das Pau verwenden. Wie benutzt man das jetzt? Wir schreiben also den Namen der Klasse Math. Hin. Das hängt damit zusammen, ich hatte ja letztens mal was erzählt, es gibt statische und nicht statische Funktionen und so. Und bei statischen Funktionen muss man immer den Klassennamen davor schreiben. Das kennen Sie schon von System, von der Klasse System, System Out println. Ja? Da schreibt man ja auch den Klassennamen davor. So. Müssen Sie jetzt noch nicht verstehen, nehmen Sie einfach hin. Wenn Sie rechnen wollen mit der Math-Klasse, schreiben Sie Math. Und dann Pau. Und dann sagen wir mal sowas. Warum ist das doof? Das würde jetzt bedeuten 3 hoch 2. Genau, wir können natürlich 3 mal 3 schreiben, ja? Und 3 mal 3 zu rechnen ist wahrscheinlich schneller, als irgendeine Methode aus irgendeiner Klasse aufzurufen, da Argumente reinzuschmeißen, dann irgendeine Reihenentwicklung zu machen, um sowas auszurechnen und dann das Ergebnis zurückzukriegen. Ja, das geht einfach schneller, aber für sowas, das kriegen wir natürlich nicht mehr im Kopf hin, sondern dafür nehmen wir das. Ja, also wenn wenigstens eine der beiden Zahlen gebrochen rational ist oder wir sehr hohen Exponenten haben oder sowas, dann ist das vielleicht sinnvoll. Ansonsten rechnen wir so. Es kann natürlich sein, dass der Compiler das optimiert, dass er das erkennt, dass hier im Exponenten eine 2 steht und dass er das dann einfach, dass er den kompletten Aufruf ersetzt durch diesen Term. Das ist möglich. Es kann sein, dass das eine Compiler-Optimierung ist. Weiß ich aber nicht. Können Sie auch zu Hause ausprobieren. Genau, also diese Funktionen können wir auf diese Weise verwenden. Was haben wir hier noch? Sinus, Sinus Hyperbolicus, SQRT, die Quadratwurzel, die ist noch wichtig. Ja. Und die Quadratwurzel können wir natürlich auch immer berechnen mit math.pau, ja, 3,0.5. Dann kriegen wir die Wurzel von 3, das geht auch. Da können Sie einmal reinschauen, was es da so alles gibt.